Einen wunderschönen guten Tag an diesem Ostermontag mit dem Train-Simulator 22 und der U-Bahn Frankfurt. Nach dem nicht so gelungenen Stream wurde es mal Zeit, was zu finden, was einem dann doch auf gut Deutsch, man muss irgendwie eine Lösung schaffen. Also, TS. So. Ist erstmal hier alles fertig eingestellt. Das ist fertig. Muss ja erstmal wieder reinkommen hier. Kurs. Kurs war ja egal, was wir machen. Linie 96. So, wir starten von Ostbahnhof. Ostbahnhof hat 721. Und wir fahren nach Heerstraße. Das ist die 27 nach Braunheim-Heerstraße. Und Start. Genau. Das Ganze geht ungefähr 23 Minuten und ich hoffe mal, dass wir hier keine Probleme haben. Ach ja, huch. So, können wir gleich wieder schließen. Und dann geht's los. Ganz geschmächig. Genau. So ganz, ganz minimal. Bisschen leise, alles. Bisschen langsam, alles. Da steht auch schon der Kollege. Müssen wir uns aber beeilen. Ansagen machen wir natürlich wieder. Nächste Station, Zoo. Umsteigenmöglichkeit zur U-Bahn-Linie U7 sowie zur Straßenbahnlinie 14. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Genau. Jetzt können wir auch wieder ein bisschen Gas geben. Aber auch nicht zu viel, denn wir müssen auch schon wieder abbremsen. Wir sind gleich wieder am Zoo. Die U6 ist, glaube ich, wenn es mich recht besinnt, ein bisschen kürzer. Wir starten mittendrin im Hauptberufsverkehr, könnte man sagen. Wechseln dann das Gleis und fahren dann wieder zurück und dorthin dann, wo wir halt fahren müssen. Mein Wortschatz ist ein bisschen flöten gegangen. Ich bin einfach so verärgert über diesen scheiß verfickten Bluescreen. Es war alles perfekt, alles schön geplant und dann zack, bumm. Weiß nicht. Das hat mir so die Laune verdorben. Ganz geschmeidig angefangen mit der Strecke in TS, so ein ganz kleines bisschen. So ein ganz, ganz, ganz minimalen, kleines bisschen. Ein bisschen TS. Da wäre jetzt auch U-Bahn Frankfurt mit dabei gewesen. Und schupp. Komm, fahren wir los. Bluescreen. Der zweite, wohlgemerkt. Keine Ahnung, was da los ist. Alle Treiber sind aktuell und so. Ich weiß es nicht. Nächste Station, Hauptwache 2. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn. Nächste Station, Westend. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Konstablerwache 2.
Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, genau. S8 und S9, zu den U-Bahn-Linien U4 und U5, zu den Straßenbahnlinien 12 und 18, sowie zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Jetzt ist es richtig. Ich muss da erstmal nochmal wieder reinkommen hier. Bin schon eine Weile nicht mehr gefahren und... Ach, guck mal, stimmt ja. Wir haben noch ein paar Nachbarn von der S-Bahn hier neben uns. Die wollen nach Frankfurt. Da stehen wir dran. U6 Richtung Heerstraße, genau. Da wollen wir hin. Genau, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Oh Mann, ey. Nächste Station, Hauptwache Zeil. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9, sowie zu den U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau. Also im Stream hat es nicht geklappt, aber hier funktioniert es, dass man das in 4K spielt. Ich habe eigentlich auch einen Reshade, aber den habe ich jetzt mal ausgemacht. Irgendwann hole ich mir auch dann RW Enhancer. Ja, bleiben wir hier stehen. Zack. Aber warum steht dann, ich weiß nicht, gibt es hier ein paar Frankfurter, die sich auskennen, warum die U7 auch da dran steht? Obwohl wir jetzt hier gerade sind? Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Ich meine, wir müssen ja auch über die Bockenheimer Warte und alte Oper. Aber warum stehen dann beide da? Wenn wir erst mal da sind, das verstehe ich noch nicht so ganz. Nächste Station, Alte Oper. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 64. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Schmerkwürdig, der Bahnsteig ist da noch nicht ganz zu Ende und schon kommt schon die nächste Haltestelle. Wir werden dann bestimmt auch wieder überirdisch dann fahren, denke ich mal. Ja, so ist doch schon sanfter. Kick mal. Oi. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Wird Train Simulator als Malware eingestuft. Ich kann es mir nicht erklären. Und anscheinend gibt es auch ein paar Problemchen auf dem PC. Aber da gucke ich mal nach einer Reinigung und alles. Aber komisch, Windows selbst sagt, nö, ist alles in Ordnung. Alle Treiber sind aktuell und so, was willst du? Aber Reimage und Restore oder wie die heißen, die sagen, es gibt angeblich über 20.000 Probleme. Komischerweise sagt Reimage 20.000 Schießmethod-Probleme. Und Restoro sagt 21.700 noch was an Problemen. Aber beide sagen, Train Simulator ist Malware. Na, ich mal geguckt. Und das Problem ist bekannt. Seit 2010. Nächste Station, West End. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Seit 12 Jahren wird fälschlicherweise dieses Spiel als Malware anerkannt. Und irgendwie gibt es da anscheinend wohl keine Lösung, sonst hätte man da schon längst was gemacht. Ich find's aber kacke. Da kam irgend so ein scheiß verfickter Bluescreen, der alles kaputt gemacht hat, aber gut. Kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Ich hab's jetzt
Ich versuche das jetzt in der Weile ein bisschen zu ändern, dass es dann so aussieht, als hätte man nur ETS gemacht. Hat man ja im Sinne auch nur 2,5 Stunden lang. Aber ja, was willst du machen? Kacke ist das. Hm? Na gut. Anderes Thema. Nächste Station. Bockenheimer Warte, Unicampus Bockenheim. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U4, zur Straßenbahnlinie 16 sowie zu den Buslinien 32, 36 und 50. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Also man muss echt mal gucken. Mit der Sicht hier auch, ob man dann nicht mal eine andere Einstellung findet. Weil bei jedem Addon muss ich das Sichtfeld neu anpassen, weil das entweder beim Zug zu nah ist oder zu weit weg. Es ist auch komisch. Bleiben wir mal hier so in der Mitte stehen, zack. Und wehe, es kommt nochmal so ein scheiß Bluescreen. Na gut. Also, hupsala. Mit so einem richtigen Scheiß kann man mich schon tagelang, stundenlang auf die Palme bringen. Leipziger Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das hat mir aber auch die Laune verdorben, wo das nochmal passiert ist. Das ist manchmal auch zum Schutz des PCs, weil da irgendwas wohl nicht funktioniert hat und alles. Na gut, aber einwandfrei. Ich hege und pflege den. Scheint da irgendwas zu sein, was da nicht so ganz hinhaut. Naja. Ich hoffe, der... Ja, so, ne? Ihr seid aus dem Alter raus und so, denke ich mal. Aber ich hoffe, der Osterhase war bei euch fleißig gewesen. Vielleicht habt ihr ja auch den ein oder anderen guten Zählen noch erwischt, wo ihr dann kräftig dann zugreifen konntet. War ja jetzt auch irgendwie die Tage wieder ein richtiger Zell gewesen, sei es jetzt auch intern bei Spielen oder irgendwie so. Bei Microsoft Flight Simulator, da war ja auch ganz viel im Zell. Da habe ich auch gestaunt. So. Ja, ich hatte eigentlich viel geplant gehabt, aber ich habe nur Bedenken, ich habe dazu keine Lust mehr heute. Nächste Station. Mal gucken. Kirchplatz. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Mal gucken, auf was ich mich dann noch alles einlasse heute. Es fehlt irgendwie so jetzt diese Motivation, irgendwas gescheitert zu machen. Also noch was Großes, ne? Weil man nicht weiß, klappt es nicht. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ich habe auch gesehen, ich habe fälschlicherweise übersehen, dass ich bei dem Rework des Kanals mit der Beschreibung und alles auch die Hilfsmittel gelöscht habe. Ich habe ja den Link gelöscht.
wo man dann ganz schnell drauf zugreifen kann, hier auf die ganzen Kursnummern und so. Da ich dann fälschlicherweise mal da nicht drauf aufgepasst. So ganz kurioserweise. Seht, kann ich ja im Nachhinein dann immer noch Rennen machen, wie es ja, wo ich das drin hatte. Und dann geht es. Na, das ist ja jetzt, das ist eine Leichtigkeit. Ich gehe mit dem Handy kurz in YouTube Studio, packe den Link darin, schreibe dann nochmal den Text dazu und dann geht das. Nächste Station, Industriehof. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U6. Zur Weiterfahrt in Richtung Hausen mit der Linie U7 bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 72. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, jetzt sind wir wieder oberirdisch. So. Ach, wie nett, dass der Kollege das schon mal wartet. Moin. Nächste Station, Fischstein. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Moin. Mal gucken, also ich gehe noch mal ein bisschen gedanklich durch den Kopf, esse vielleicht 1, 2, 3 Lebkuchen und überlege mir was. Hand aufs Herz, jetzt kann ich das der sagen, jetzt wurde der eh nicht mehr funktioniert. Ich hatte vorgehabt, mit euch im Flight Simulator ein bisschen rumzufliegen und alles. Bisschen Sightseeing-Tour und alle, dass ihr bestimmen könnt, wo wir hinfliegen. Ich wollte euch die mega geile Concorde von DC Designs zeigen, die vorgestern rausgekommen ist. Das war ein sehr schönes Ostergeschenk, muss man sagen, weil halt die Concorde eigentlich laut Entwickler erst hätte später kommen sollen. Da gab es angeblich noch Probleme, die erst zu beheben, hey, ihr wisst schon, was ich meine, dass sie erstmal behoben werden müssen. Nächste Station, Hausener Weg. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber die war doch schon fertig gewesen. Und da hat dann die DC Designs einfach schon die Concorde rausgehauen. Und Alter, die ganzen Screenshots in der Facebook-Gruppe, in der ich drin bin. Und ja, kein Mensch so richtig benutzt noch Facebook so richtig. außer halt für Gruppen oder so. Ja, und ich habe auch nicht gedacht, dass ich da nochmal aktiv auf Facebook bin, aber ich verfolge so Feuerwehrberichte, Polizeiberichte hier aus dem Bundesland, aus der Region und alles. Schon interessant, gerade wenn auch was in der Nähe passiert oder man an etwas vorbeigefahren ist. Ne? Würde man schon gerne wissen wollen, was da los ist. Oder was da passiert ist.
Und ich bin auch in TSW-Gruppen drin, in Rocket League-Gruppen und auch in der Microsoft Flight Simulator-Gruppe. Und halt mal so geguckt und die ganzen Bilder, die da gemacht wurden von der Concorde, von der 437 und so weiter. Oh, da sehe ich mich drin. Stefan-Halse-Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da sehe ich mich so was von drinne. Und ich habe mir auch ein paar Tipps und Tricks angeguckt, wie man so richtig schöne, geile Fotos in Microsoft Flight Simulator machen kann. Holla, die Waldfee, also hui. Na, und da habe ich mir so gedacht, moin. Dass man auf der Series X zum Beispiel mit einem Flugzeug unterwegs ist, ein bisschen Sightseeing-Touren, ein bisschen durch Deutschland oder so, mit der Concorde oder so, oder mit einem Airbus. Es gab ja auch ein Gratis-Update für alle, wo man zum Beispiel die Boeing 737 oder so oder 747 oder so bekommen hat, dieses große Passagierflugzeug mit dieser großen Stirn, könnte man sagen. Das gab's gratis, ein Düsenjet gab's gratis. Propellerflugzeug glaube ich auch, oder ein kleines Düsenflugzeug. Weiß ich jetzt nicht. Müsste man aber gucken, es ist alles vorbereitet. Könnten wir gleich dann auch direkt starten, dann. Ich muss es mir überlegen. Also entweder mache ich es als Live oder als Aufnahme. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass es mir dann wieder abschmiert hier alles. Nächste Station. Deswegen. Friedhof Westhausen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ach, das war ja die Strecke hier. Mit dem Friedhof, mit der Friedhof-Haltestelle direkt nach einer Haltestelle. Jawohl, war ja das hier. Aber kick mal, wie smooth wir hier anhalten. Ich muss mal sagen, kick mal. Ich mach nix und wir halten richtig. Okay, jetzt mache ich was. Richtig schön. Oh, kick mal. Ja. Schon geil. Huch. Ah, scheiße. Ich kann ja mal gucken, ob das so hier besser ist. Ups. So. Ja, nee. Das wollte ich. Irgendwann fahren wir ohne UI da unten. Ich habe ja auch so ganz viele tolle Pläne gemacht, was man ja so machen könnte, ne? Und das Problem ist ja nur, wenn es dann immer abschmiert und alles. Ja, was haben wir denn davon? Nächste Station. Heerstraße. Fahrtende, bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 60. Ach, da steht dann jetzt. Ach ja, stimmt ja, ne? Wenn er die letzte Haltestelle antritt, dann stand ja da immer bitte nicht einsteigen. Finde ich cool. Finde ich cool. Ach, siehst du, und diesmal machen wir auch sogar Gleiswechsel. Na. Hä? Doch nicht. Okay. Oh, cool. Wir hatten rot, aber haben grün bekommen. Nice. Geht's da hinten? Ja, da hinten geht's noch weiter. U-Bahn Frankfurt. In TSW 2. Genau in dem Umfang, bitte. Genau bitte in diesem Umfang. Aber mit dem ganz klassischen TSW Fahrplanmodus, dass man dann hier in die Spitzkehre fahren und dann wieder mit einem anderen Fahrplan oder mit demselben Fahrplan, wie auch immer, zurückfahren kann. Also das ganz klassische TSW. Ich hab's nicht. Ich hab das Szenario nicht erfolgreich beendet. Sag mal, ist ein Ei am Wandern oder was? Szenario nicht vollständig. Schade, sie haben das Szenario nicht erfolgreich beendet. Ja, komm. Also, es ist so ein typischer Montag. Oh, und ja. Wir wurden auch gleich schon rausgeworfen. Aber guck mal hier, genau 24 Minuten und 55 Sekunden.
Ja, Geschwindigkeitsüberschreitung, okay. Aber das verstehe ich irgendwie nicht. Das verstehe ich nicht. Hier steht immer, dass ich an einem Bahnhof nicht gehalten habe. Warum? Habe ich doch. Angehalten, Türen geöffnet, Zeit abgewartet, Türen geschlossen, weiterfahren. Verstehe ich nicht. Na gut, darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Ich hoffe, diese kleine Entschädigung hat trotzdem Freude gebracht. Auch wenn ich da überwiegend über das eine Thema gesprochen habe. Ja, aber ja, man muss auch halt noch ein bisschen Dampf auslassen, ne? Wenn es nicht anders geht. Aber alles gut. Wir haben ein anderes Thema noch gefunden. Wir hatten, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß gehabt. Ich hatte auch Spaß, auch wenn es nicht ersichtlich oder nicht hörbar war. Aber im tiefsten Inneren habe ich auch immer Spaß. Sonst würde ich das ja nie machen. Sonst sitze ich ja hier nicht hier. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal.